Ach so, Rebecca, du kannst mir eigentlich mal entgegenkommen hier. Das. Nee, ich wollte ja an der. Mein Fehler? Ich wollte das Ding ja da in der Kirche ablegen. Ich könnte natürlich noch probieren, die rote Pflanze mit dem Blau-Grün da zu kombinieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl oder die Erinnerung, dass das nicht ging. Warte mal, wenn wir gerade mal so weit sind. Lalala, Austausch. Ja, machen wir mal so. Na, so, kombinieren. So, dann ist das mal wieder voll. Dann nimmst du mal den großen Ballermann. Let's regroup. Okay. Und dann gehen wir mal zusammen in den Aufzug. In die Hölle. Wenn wir da nicht schon sind. Ping. Komm, kann das sein, dass wir jetzt zum Labor oder so kommen? Okay, es geht automatisch. Wir müssen ja eigentlich noch jemanden treffen, ne? Oder wirklich zwei? Nein. Ich bin ein bisschen aus der Story raus, das ist scheiße. Okay, wo sind wir jetzt? K2 Labor. Na, wer sagt's denn? Okay, hier können wir wahrscheinlich. Nein, hier kommen wir nicht hoch. Steht. Da steht nichts auf dem Schild. Warte. Es geht ja dem Ende hinzu, also ein bisschen die fette Munition sparen. Besser ist das. Besser ist das. Okay, ein Bücherregal ist voll durcheinander. Jemand hat hier noch etwas gesucht. Thema blutige Schleifspuren? Nee, doch nicht. Das ist bloß ein blutiger Teppich. Ist richtig sehr. Oh. Warte. Sie hier? Wir haben ja genug und kriegen jetzt nochmal drei. Also, gut, ich hätte das eine Ding da in der Kirche noch holen können, aber das werden wir doch, glaube ich, nicht mehr brauchen, oder? Wie gesagt, im ersten Teil, wenn du es zum ersten Mal spielst, hast du wesentlich weniger von den Teilen. Da überlegst du jetzt wirklich zweimal, ob du speicherst, aber hier. Ernsthaft. Billy, hau mal ab da. So, kann ich es vielleicht von der Seite aus nehmen? Danke. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein einfacher Lastenaufzug. Er scheint mit dem Operum verbunden zu sein. Zum. Aha, nö. Nö, da, ich will erstmal zum Operum, bevor ich da irgendwas reinpacke. Wahrscheinlich werden wir da wieder eingesperrt sein und müssen Schlüssel reinpacken, aber gut, das hatten wir eigentlich schon, das würde auch keinen Sinn machen. Na gut, wo geht's hier lang? Oh, hier haben wir Papierchen. Markus Tagebuch 2, herausgerissene Seite. Vorsichtig wie ich bin, habe ich meine Babys in einem Spezialkapsel gesteckt, aber bei mir sind sie nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichenblatt verstecke im Wald. Ein Eichenblatt verstecke im Wald. Die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Spencers Handlanger wird das niemals gelingen. Okay, ich brauche also Verdünner. Denke ich mal. Also das Rätseln geht weiter. Und da liegt schon wieder einer, der bestimmt bald aufstehen möchte. Warte mal, Rebecca, Mann. Okay, noch steht er nicht auf, dann ist das wieder so ein Typ, der nach irgendeinem speziellen Ereignis wahrscheinlich aufstehen wird. Warum ist hier schon wieder ein Loch? Jetzt sag mir nicht, ich brauche das Ding doch nochmal. Oder kann ich da irgendwas hinschieben? Weil, warte mal. Nein, falsch.
Okay, da gibt es noch eine Tür, die ich nicht probiert habe. Warte mal, warte mal, warte mal. Was wenn, da muss ich ja irgendwas hinschieben können, um hochzukommen. Oder ich brauche doch wieder das Ding, um da hochzukommen. Was natürlich ein bisschen kacke ist, weil dann bist du wieder getrennt. Hä, was? Ist hier nicht eine Tür eingezogen? Okay. Ich werde erstmal gucken, ob ich da irgendwas hinschieben kann. Ich will nicht. Weil kann auch sein, dass es jetzt die Phase anfängt, wo wir echt die ganze Zeit immer nur am Hin- und Herlatschen sein werden. Aber der Tisch hier, der sieht mir so aus, als ob der verrückt werden möchte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein. Nein. Let's split up. Roger. Genau. Bevor du mir nämlich auf den Senkel gehst. Oder kann ich hier hoch? Ja, ja, ja. Oder kann ich hier hoch? Hä? Na gut. Warte. Das finde ich jetzt ein bisschen ungeil. Muss ich mal ehrlich zugeben, weil. Warum? Ich meine, ich hätte doch einfach irgendein Stück Regal da hinschieben können, dann wären wir doch beide hochgekommen. Das hat doch zugereicht. Ich muss doch jetzt nicht echt den scheiß Haken holen, oder? Oh Gott. Und bei euch so. Läuft auch so gut. Was zockt ihr gerade so? Außer Fortnite. Soll jetzt kein Diss sein, aber für mich ist sowas überhaupt nicht und ach, weiß nicht. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Alles, was an Ego-Shootern ist, ist irgendwie so. Weiß nicht. Brauche ich nicht, aber gut, wer dran Spaß hat, soll dran Spaß haben. Ist ja wie bei jemandem im Spiel auch. So. Ach ja. Morgen. So, dann nehmen wir. Obwohl ich gern wissen würde, ob ich das jetzt nochmal verwenden kann. Ah, warte mal, die. Ich hab die rote Blume noch draußen stehen lassen. Shit. Hätte ich gleich noch ein bisschen was mehr ablegen sollen. Naja, gut. So weit ist es ja momentan noch nicht. Und Gott sei Dank geht das mit dem Aufzug einigermaßen schnell. Ja, und ich muss ja jedes Mal reinlatschen. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht mehr. Vielleicht kommen ja keine Viecher mehr. Ich hätte mir so viel ersparen können, hätte ich das mal mit dem Kopfschuss oder nach oben zielen und die Birne wegballern mal eher gemacht. Aber ich bin halt immer davon ausgegangen, wenn ich nach oben ziele, dann einfach da drüber schießen. Ja, so viel dazu. Aber naja. Beim zweiten Mal. Also, wenn, dann zocke ich das eh für mich das zweite Mal. So, und ich hoffe, dass das auch was gebracht hat. Was mich aber total irritiert, warum da die Wand. Entweder kommen wir dann nochmal mit irgendeinem geheimen Ding ran, oder wir müssen das Ding wegsprengen. Das kann natürlich auch sein. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich damit hochkomme. Aber ist das schon das zweite Teil, was wir hier gefunden haben? Das würde mich ja interessieren. Ey, Mann, da ist ein Käfig und ich komme da nicht hin, oder was? Jo, da haben wir Benzin, aber keine Flasche. Nein! Nicht! Warte. Lass mich die Karte nehmen. Ja! Hat er mitgenommen. Ich hoffe, in dem Raum ist nicht mehr Wichtiges und ich hoffe, der folgt mir nicht, ey. Oh, warum? Warum muss es den Krebel hier schon wieder geben? Da ist ein Knopf. Nein. Warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich bin hier. K1 Labor, K2. Das
Der Knopf, das dürfte aber nicht der Lastenaufzug sein. Oh, schön, da ist noch. Da ist noch ein Speicherding. Hm. Weil ich einen Knopf dazu echt drücken, Spaß. Ach! Oh Gott! Oh fuck, aber kommt der jetzt auch hier rein? Okay, ich hatte gehofft, mir bleibt noch ein bisschen mehr Zeit. Jetzt muss ich erstmal gucken. Gibt erstmal einen Cut, bin gleich wieder da. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Muss erstmal Kabel suchen gehen. So, ich wollte aber. Es hat einfach mal nichts gebracht. Es hat zum Fick einfach mal nichts gebracht. Also das mit dem Blauen kombinieren, weil mir war wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass ich immer die blauen Dinger bloß mit dem Grün verwendet habe, wenn jetzt jemand vergiftet war. Und das halt eben nicht wirklich viel gebracht hat. Weil das ist nicht mal bei ihr, weil sie braucht sonst nicht so viel, glaube ich, an Heilungszeug, um auch wieder auf gesund zu kommen. Na gut, dann hättest du oder so nicht gebraucht. Das war dann eigentlich eine verschwendete rote, grüne Pflanze. Ich wag's mal. Ja, ich weiß, dass er da ist. Ciao, Junge. Ein Gerät zur Eingabe der Kombination. Ah, da fehlt. Okay. Oh! Nein, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Nein. Ja, ja, toll. Komm ich überhaupt rein? Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung zu irgendwem. Ja, 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 ja. Aua, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin wirklich tot. Das überlebt die nicht. Geburt. Oh Gott, sie überlebt. Ah. Och, hätte ich das mal vorher gewusst. Scheiße, dann hätte ich das Ding da liegen gelassen. Oh, fuck. Aber das Gute ist, sie schleppt sich noch nicht. Oh Gott, Spiel. Verschlossen. Warum? Ich habe ihn jetzt aber nicht gesehen. Oder war das ein Bug? Ach, ich habe ja das Scheißding noch. Hilft alles nicht, dann muss ich es halt nochmal wiederholen, aber. Ich will eine Tasche haben, Mann, ich will mehr mit. Wow. Echt wow. Aber ach komm. Was soll's? Ja, da ist eine Schreibmaschine, machen wir schnell. Ja. Kriege ich eigentlich auch eine Trophäe, wenn ich 50 Mal gespeichert habe? Sowas würde ich mal lustig finden. Weil so ein Scheiß kommt doch keiner. Falls es hier überhaupt 50 Dinger gibt. Es ist zu hoch im Rund. Nee, ist klar. Das ist das trotzdem. Kann ich hier eigentlich rein? Verschlossen.
Die können sie nicht öffnen. Kann ich da irgendwie rein? Ist da drin überhaupt irgendwas? Scheiß Energy. Es muss hier sein, sonst gibt es doch das Geräusch nicht. Oder? Oh. Wie nett. Ich nehme erstmal das hier hinten. Das sieht ganz vertrauenserweckend aus. Der Typ da unten allerdings nicht. Da habe ich Angst, dass er sich bewegt. Ja. Ich sag's noch. Wie geht's sonst? Super. Ich muss dem Scheiß aufzug. So, Acken zum Egelwachstum. 3. Februar 78. Habe 4 Egeln. T-Farbrecht. Achso, Entschuldigung. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere, dann vermehren sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie ideelle Kandidaten für die Biowaffenforschung. Ansonsten wurden keine Änderungen beobachtet. 10. Februar 78. Seit Verbreitung von Thesen 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Achso, erste Anzeichen zur Wandlung, Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde, aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnell Futtermenge erhöht, aber 2 wurden gefressen. Habe ihnen Lebendfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebendfutter sich wehrte. Die Egel lernen jedoch aus Erfahrung und gehen zur gemeinsamen Angriff über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April 78. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April 78. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Reagieren die Egel? 3. Juni 78. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Kranker Typ. Echt kranker Typ. War hier hinten irgendwas? Da möchte ich eigentlich nicht reingehen. Oder nicht mal versuchen reinzugehen. Da ist voller Giftgas, Entschuldigung, wurde der Sicherheitsmechanismus aktiviert. Ja, aber den kann ich doch nicht einfach so ausstellen, oder? Es scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer nebenan gepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Du hast doch deine Gasbuddel stehen. Du hast ja eine Chemikalie, die brauchen einen Behälter. Okay, gut. Da müsste ich... Oh, leck mich. Ist der jetzt rein? Ich hasse den. Ich hasse den und ich glaube, also ich weiß nicht genau, wir hatten ja eine kurze Unterbrechung zwischendurch. Kann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen kürzer ist, aber ich denke mal, das ist auch nicht so sehr schlimm. Dann können wir nämlich morgen an der Stelle weitermachen, frisch und fruchtig, ne? Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich bin ein bisschen mit dem Labern ein bisschen raus. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Da wir ja doch ein bisschen was geschafft haben für die eine Stunde Aufnahme, die ich jetzt gemacht habe, also für die 3 Folgen. Deswegen, ja, bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen motivierter wieder bin. Keine Ahnung, was heute los ist. Ich denke mal, beim Aufnehmen werde ich es heute lassen. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Und ja, bis morgen zur nächsten Folge von Resident Evil Zero. Ciao, ciao.